Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Wir laufen heute auf den Spikeboden, das ist mit 2653 Meter der erste Gipfel. Gestartet sind wir an der Spikebodenhütte. Ich wünsche euch viel Spaß. Und da oben ist der Spikeboden, da wollen wir noch hin. Schaut euch mal dieses wunderschöne Bergpanorama an, was wir heute haben. Da lässt es sich doch gleich viel leichter wandern. Über so ein bisschen Schatten freut man sich dann doch immer, wenn man an so einem warmen Tag den Berg hochkraxelt. Es tut immer gut, eine kurze Abkühlung. Wir sind jetzt hier oben auf einer kleinen Hochebene angelangt. Hier hat man nochmal eine wunderschöne Sicht ins Tal. Und da unten haben wir geparkt an der Spikebodenhütte. Und da hoch auf den Sattel müssen wir jetzt als nächstes. Wir sind jetzt in der Rinne angelangt und laufen jetzt dann in Richtung Grat hoch. Es ist machbar, es ist eigentlich nicht zu steil. Schön im Zickzack, also gut laufbar für jeden. Wir haben es auf den Kamm geschafft. Hier zeige ich euch nun mal eine 360 Grad Rundumsicht um den Spikeboden. Hier hinten könnt ihr auf den Großvenediger blicken, den zweitgrößten Berg Österreichs. Und wenn man sich ein bisschen weiter dreht, ist da hinten der Großglockner. Das ist der höchste Berg Österreichs. Und jetzt zeige ich euch mal den Runterweg vom Gipfelgrat. Ist eigentlich nicht schwer, für jeden machbar. Nun steigen wir wieder ab und suchen uns ein Plätzchen, wo weniger Wind ist, wo wir dann eine Rast einlegen werden.
Vorhin sind wir hierher gekommen und jetzt geht unser Weg hier entlang. Das ist ein anderer Weg nach unten, aber dauert genauso lange. Da unten könnt ihr schon die Spaltbodenhütte sehen und der Aufstiegweg war hier so entlang bis zu diesem kleinen Kamm und dann hier hoch. Und unser Weg führt jetzt halt hier rum weiter, der Abstieg so entlang und dann hier runter zu der Spaltbodenhütte. Den Wanderweg haben wir mittlerweile hinter uns gelassen und befinden uns jetzt halt mit auf einem Forstweg, der uns zur Spaltbodenhütte bringt. Wir sind nun am Startpunkt unserer Tour angelangt. Es war eine wunderschöne Tour auf den Spaltboden hoch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, sie hat euch auch gefallen und ich konnte euch ein paar Eindrücke zeigen, wie es dort oben aussieht. Ja, wir sehen uns mal wieder beim nächsten Video. Also macht's gut. Ciao.